Ja, willkommen zurück zu Secret of Mana 2 mit der Life Force. Ja, hallo zusammen. Der immer noch verärgert wegen dieser scheiß Statue ist, du blödes Mistding. Ja, jetzt haben wir einen Speicherpunkt erreicht. Force hat vorher nochmal draußen auch nicht Kraftwasser benutzt, um herauszukriegen, dass hier eine Statue ist im nächsten Raum. Ja. Obwohl es alles schon nach Boss ausgesehen hat. Es verwirrt mich nur gerade, dass es hier nicht weitergeht. Was muss hier doch sein? Ach da. Was ist das? Das ist der Mana-Stein, das mächtige Gottbiest. Ist darin eingeschlossen. Bald wird es aus dem Stein befreit werden und die Welt zur Dunkelheit zurückkehren. Was? Hoffst du was zu sagen? Versteht mich nicht falsch. Wir geben alles, um klarzustellen, dass es nicht passiert. Lasst uns Elektra finden. Er sollte hier sein. Hey! Bullspuren! Wir folgen ihnen! Na dann! Versuche jetzt deine Statue zu verändern. Deine Stufe zu verändern! Schließ die Augen und konzentriere dich! Konzentriere dich stärker! Was zum... Oh, du scheinst noch nicht genügend Erfahrung zu haben. Versuche später wieder. Interessant. Das heißt also, ich brauche definitiv mehr... Power. Das scheint bei unserem Level noch nicht zu funktionieren. Wir brauchen definitiv noch ein höheres Level. Ja. Was zur... Das... Elektra! Stopp! Lass Elektra in Ruhe! Oh, das Ritter, ernsthaft. Er ist weg. Jetzt was stimmt hier nicht. Elektra, passt auf. Oh my fucking of goodness. Alter. Der Schaden ist beachtlich. Irgendwas ist doch da faul. Wir hatten noch auch Rocky und so bekommen, als wir die Monster besiegt haben. Yep. Da könnte es doch eventuell sein, dass dieser, dass irgendjemand diese Geister verzaubert hat und quasi in Bosse verwandelt hat. Ja, wie es aussieht, ist es dieser komische Todesritter. Ja. Der gerade Elektra in eine Todesfurie verwandelt hat. Aber ich muss zugeben, der Boss sieht geil aus irgendwo. Ja, hat echt was. Ja. Kommt es mir so vor, als sind oder sind die Boss-Themes unterschiedlich? Wow. Ich glaube, die sind unterschiedlich und ich glaube, das wird wehtun. Au. Und ja, das war Windmagie.
Das war die Elektras Power. Okay, aber irgendwie erscheint mir der Boss etwas leichter als der letzte zu sein. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Schmacki. Juwelenjäger oder so. Okay, das ist okay. Okay, ja, der war irgendwie ein Klacks gewesen. Das habe ich auch gerade eben gedacht. Das. Wow. Fallen wieder in die Haare da irgendwie. Wegstrehend sind Teddy voll ausrastet. Bist du in Ordnung? Elektra, halt durch! Ich bin gerettet. Wer war dieser Ritter? Weiß nicht. Ich war mit meinem Kram beschäftigt, als er mich plötzlich angriff. Er saugte mir die Energie aus, um Zenker zu beschwören. Versucht er auch die Siegel der achten Mana-Steine zu brechen? Elektra, können wir dich um einen Gefallen bitten? Schließt du dich uns an? Machst du Wetze? Ihr habt mein Leben gerettet. Ich tue alles, was ihr wollt. Das klingt falsch. Okay, wir haben Elektras Magie. Sehr schön. Ja, ich denke mal, wir sollten später hier zurückkehren. Zu diesem Stein. Ein Versuch soll es auf jeden Fall wert. Ja. Oder kann man Elektra benutzen? Schade. Moment, haben wir nicht noch ein Fluchtseil? Nope. Okay, dann müssen wir wohl laufen. Ne, Fluchtteil haben wir tatsächlich nicht. Truhe? Komm nochmal runter. Okay. Wollte nur sicher gehen. Da wiederum gibt es einen Vorteil bei den Zelda-Spielen. Wenn man einen Boss besiegt hat, kommt man direkt wieder zum Dungeon-Eingang. Ja, aber sie sind hier nicht bei der letzten auf Zelda. Das war auch nur ein Vergleich. Ich weiß. Ah ja, so weit war der Weg auch wieder nicht. Und wir haben ja wortwörtlich Rückenwind. Außerdem kriegen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Und die Gegner aufs Maul. Und wir haben ja gelernt, dass wir jetzt zu diesem Blumenfeld reisen sollen. Gesundheit. Oh, danke. Warte. Siehst du, genau deswegen? Natürlich! Natürlich!
Ich fühle mich in jederlei Hinsicht gerade verarscht. Oh oh. Hey, scheint es nicht für uns gut zu gehen. Problem gelöst. Na, das war eine Falle. Ja, aber wir sind schon nah am Eingang dran. Ich bin gerade stumm. Na gut, vorbei. Hätt's, glaube ich, nicht wirklich das gebraucht. Au! Ah, falscher Knopf. Da wäre mir stumm sowieso momentan nichts bringt. Nutzt ja keine Magie. Sei froh, dass du in dem Sinne nicht davon betroffen bist. Auf jeden Fall Fluchtseile kaufen demnächst nochmal. Keine Truhe, schade. Ihr steht da gerade so perfekt. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich glaube, wenn wir jetzt nach Osten gehen, kommen wir direkt zur Festung hin. Nur zur Burg. Das heißt, die Blumenfelder waren etwas südlicher. Irgendwer schon wieder arg am Limit. Du. Ja, bei dir dauert es auch nicht mehr lange. Du, ich halte noch ein bisschen mehr durch als du. Du hast noch 18 Leben. Ich sehe gegen noch 82. Also wer ist hier momentan mehr angekratzt? Ratzentruhe. Nee, noch schlimmer. Au. Das tat weh. Und zwar nicht zu wenig. Nope.
sieht das doch schon gleich besser aus für dich. Also bislang gefällt mir das Spiel, muss ich sagen. Nicht nur dir. Die Bosse sehen auf jeden Fall aus, die Musik hat was, echt nice. Guter Nachfolger. Hat auf jeden Fall Abwechslung. Ja. Nice. Ich bin gespannt, wann der erste richtige Fuckboss kommt. Gute Frage. Ich erinnere mich da an so ein Frage. Blödes Küken da, aber es sieht doch Mana relativ spät. Ist ja so ein ziemlicher Krampf für uns mal. Sind wir so ein Donnervogel. Dann haben wir da rumgeraged. Ah, viel besser, wenn ich nicht mehr vergiftet bin. Ja. Viel besser. Ich glaube, ich speichere mal hier oben. Ja. Okay, wir sind nah den Blumenfeldern. Dort sollten wir Elektras Magia benutzen, hieß es. Also hier. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich schreibe mich gerade allen Ernstes, wie die auf einmal hierher kommt. Willkommen. Habt ihr mit Don Peregrin gesprochen? Ja, schaut. Okay, überlasst das nur mir. Die sind aber herrlich eingeschlafen. Das ist die Gelegenheit. Aber gebt acht. Wahrscheinlich sind nicht alle eingeschlafen. Ja, wahrscheinlich nur die. Du kannst nicht mehr Wurmungs tragen. Das haben wir gleich. Ups. Logisch betrachtet würde ich sagen, nur die draußen sich befinden. Okay, das heißt, alle, die drin sind, müssen theoretisch noch wach sein. In diesen Fässern befinden sich einige Gegenstände. Nehmt ihr euch! Das... mit dir wollte ich gar nicht reden. Lebenswasser! Kann man jetzt in der Tarn wo nichts ablegen oder so? Wüsste nicht wie, ich guck mal im Moment. Naja, zur Not sind ja noch Items da. Naja, lass mal jetzt mal die Dinger hier draußen. Achso, das Schießpulver wurde gar nicht rausgenommen. Interessant. Ja, weil es ist, glaube ich, ein Quest-Item.
Wenn es das wäre, dann wäre es der ist grau hinterlegt, Schmacki. Da geht's rein. Hier geht's runter. Umgang. Sind wir so ein Turm oder so? Das Ding kommt gelegen. Ja. Das Ding kommt mehr als gelegen. 20 Minuten, perfekt. Theoretisch. Naja, du musst entscheiden. Jo, da der Speicherpunkt gerade perfekt kommt, würde ich sagen, das war's für heute von Zigtag Mana 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.